Hallo bei Bildner TV, Foto, Video und einem neuen Video zur Canon EOS R10. Die Einsteiger-Systemkamera von Canon ist ja eine ziemlich gute Fotokamera, haben wir in anderen Videos auch schon gezeigt. Aber sie ist natürlich auch toll in der Lage, Videos zu produzieren. Sowohl Familienvideos als auch Videos für den eigenen YouTube-Kanal als Vloggerkamera. Wie sie sich da schlägt und wie man mit ihr dabei umgeht, das zeige ich euch heute. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV Foto Video, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Wie in unseren anderen Videos schon gezeigt, ist die EOS R10 eine wirklich tolle Einsteigerkamera. Heutzutage erwartet man von einer Fotokamera ja nicht nur, dass sie tolle Fotos macht, beziehungsweise einsteigerkompatible Aufnahmeprogramme hat, um eben das Fotografieren so einfach wie möglich zu gestalten und eben auch so gut wie möglich, sondern man erwartet zu Recht natürlich auch, dass die Kamera beim Videofilmen eine gute Figur macht. Klar, die EOS R10 kann 4K-Videos, aber im Detail sollte man noch schauen, was für 4K-Videos. Das zeige ich euch nachher. Und die Kamera ist als Vlogger-Kamera durchaus geeignet. Das heißt, grundsätzlich mal hier mit dem Display, dass man nach vorne drehen kann. Ich kann die Kamera praktisch im Selfie-Modus bedienen und dann eben eigene Videos aufnehmen für einen YouTube-Kanal. Mit ein paar kleinen Einschränkungen, auf die ich nachher auch noch eingehen werde. Wenn ihr mehr zur Kamera wissen wollt, gebe ich euch gleich mal den Tipp, bei uns in den Onlineshop zu schauen unter bildnerverlag.de. Da findet ihr das Buch zur Kamera, das die beiden Autoren und Fotografen Kyra und Christian Sänger geschrieben haben. In dem Buch steht natürlich alles, wirklich alles rund um die Kamera, um die Bedienung, um die Menüs, um den praktischen Einsatz der Kamera. Und ihr findet übrigens im Shop auch einige Gratiskapitel, die ihr euch kostenfrei runterladen könnt, um eben euch einen Eindruck zu verschaffen, wie euch unser Buch zur Kamera im Alltag begleiten kann. Deswegen schaut unter bildnerverlag.de nach, da findet ihr das Buch zur Kamera als gedrucktes Buch, aber auch als E-Book sowie als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. Jetzt aber zu den Features der Kamera als Vloggerkamera. Wie gesagt, das erste ist mal hier das Display nach vorne zu schalten, zu drehen. Und da jetzt ein kleiner Hinweis gleich vorweg, wenn man ins Kameramenü schaut, da findet sich ein Befehl, den man nicht unterschätzen sollte, nämlich der Befehl Bildschirm spiegeln. Wenn man diesen Befehl aktiviert, dann wird der Bildschirm gespiegelt. Das heißt, ich sehe mich in diesem Bildschirm nicht wie unter einem normalen Modus, indem ich, wenn ich die rechte Hand bewege, dass die auf der linken Seite auftaucht, so wie die Kamera mich eben filmt, sondern der Monitor sieht dann wirklich aus wie ein Spiegel. Das heißt, ich bin nicht so irritiert. Wenn ich jetzt meine rechte Hand hebe, dann sehe ich die rechte Hand auch tatsächlich auf der rechten Seite des Monitors. Also diesen Befehl sollte man nicht unterschätzen, wenn man vloggt. Die nächsten Befehle sind so Standardbefehle, die jetzt auch grundsätzlich mal fürs Videofilmen interessant sind. Schaut ins Kameramenü, drückt auf die Taste Menü und dann, ach so, halt, ganz wichtig am Anfang, natürlich hier oben auf dem Moduswahlrad, muss man natürlich zuerst den Videomodus einstellen. Denn das Kameramenü zeigt, je nachdem welchen Modus, Foto oder Video oder Kreativmodus man eingestellt hat, unterschiedliche Menüs. Also zuerst ins Videomenü, in den Videomodus gehen, dann auf die Menütaste drücken und dann seid ihr im Kameramenü, das eben speziell die Befehle fürs Videofilmen bereithält. Gehen wir mal kurz durch. Der erste Befehl, Aufnahmemodus, ist schon mal ganz wichtig, allerdings beim Vloggen vielleicht nicht ganz so wichtig, aber beim kreativen Videofilmen. Hier geht es darum, belichte ich oder lasse ich die Kamera einfach automatisch meine Videos belichten. So wie ich es vom Handy gewöhnt bin, wenn ich jetzt keine Lust habe, in Blende, Verschlusszeit, ISO-Wert einzugreifen, dann lasse ich die Kamera das einfach automatisch machen. Dann gibt es eine manuelle Videobelichtung, da habe ich vollen Zugriff auf sämtliche Belichtungsparameter. Und dann habe ich ein HDR-Movie. Das ist eine Sache, wenn ich jetzt wirklich schwierige Lichtverhältnisse habe, irgendwo in einem Innenraum, ich bin in einem relativ dunklen Innenraum mit sehr hellen Fenstern, das ist so die klassische Situation, dann gehe ich in den HDR-Movie-Modus.
Wir lassen es jetzt mal bei der automatischen Belichtung. Als nächstes, der nächste Befehl, die Movie-Aufnahmegröße. Die ist natürlich ganz wichtig. Wenn ich jetzt ein YouTube-Video mache, bei dem ich nicht allzu viel rumarbeite, sondern dass ich so, wie es aus der Kamera kommt, reinstellen, ins Internet stellen möchte, dann verwende ich natürlich die Full-HD-Auflösung, 1920x1080 Bildpunkte bei 25 oder 30 Bildern pro Sekunde. Das ist so der Standard, den man so wie er ist direkt auf YouTube hochladen kann. Wenn ich mehr machen möchte, wenn ich vielleicht auch den Bildausschnitt noch verändern möchte oder wenn ich sogar 4K-Videos auf YouTube hochstellen möchte, dann bietet mir die Kamera natürlich auch verschiedene 4K-Modi. Also der übliche 4K-Modus mit 25 Bildern pro Sekunde ist der Standard. Dann gibt es eine etwas komprimiertere Version, die kleinere Datenmengen erzeugt, aber dann für die Bildnachbearbeitung nicht mehr so viel Power hat. Die IPB-Lite-Version von 4K. Und dann eben noch verschiedene andere. Ich habe hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel 4K mit 50 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Und dann gibt es den nächsten Befehl, hohe Bildrate. Das ist für Zeitlupen mit 100 bzw. 120 Bildern pro Sekunde. 100, wenn man sich im PAL-Standard, also in unserem europäischen Videostandard, befindet. Wenn man NTSC einstellt an der Kamera, kann man auch über das Menü, dann hat man auch 120 Bilder pro Sekunde zur Verfügung und spielt dann praktisch die Bilder mit 30 Bildern pro Sekunde ab und hat eine vierfache Zeitlupe. Dann habe ich einen Digitalzoom, den brauche ich jetzt fürs Vlogging natürlich nicht. Und ich persönlich würde auch sagen, wenn ich denn vorhabe, noch ins Bild reinzugehen, also zu zoomen, einen Bildausschnitt zu wählen, dann ist der Digitalzoom normalerweise nicht so gut wie das, was ich jetzt in Adobe Premiere oder einem Videoschnittprogramm machen kann, wenn ich denn da den Bildausschnitt vergrößere. Tonaufnahme automatisch ist immer ganz praktisch, allerdings kann man natürlich auch manuell einsteuern. Dann auf der nächsten Menüseite habe ich unter anderem die Möglichkeit, HDR-Aufnahmen zu machen, HDR-PQ. Das ist ein Videoformat H.265, ein 10-Bit-Videoformat, mit dem ich mehr Details aus Lichtern und Tiefen raushole. Das ist aber eher was für Spezialisten. Der nächste Befehl, der meiner Meinung nach wichtig ist fürs Vloggen, befindet sich in der fünften Hauptgruppe des ersten Hauptmenüs. Und heißt Movie-Selbstauslöser. Das ist so ähnlich wie der, oder ist eigentlich genauso wie der Selbstauslöser, den man beim Fotografieren kennt. Also ich kann den auf 2 Sekunden oder 10 Sekunden stellen und dann beginnt die Kamera eben erst mit dem Film, wenn ich vor der Kamera stehe. Und dann in der sechsten Hauptgruppe, da ist dieser Befehl, von dem ich vorhin schon geredet habe, nämlich Display Spiegeln. Und den würde ich immer auf einstellen. Wie gesagt. Dann haben wir auch hier in der sechsten Menügruppe den Befehl IS-Bildstabilisator-Modus. Da die EOS R10 keinen integrierten Bildstabilisator hat, also keinen mechanischen Bildstabilisator, sondern nur einen digitalen, würde ich persönlich sagen, beim Vloggen oder auch so beim Videofilmen hilft eher ein Stativ. Also wenn ich die Kamera wirklich in der Hand halte und sehr schnelle Bewegungen mache oder auch moderate Bewegungen, dann hilft dieser Digital-IS schon. Aber die Bildqualität und auch der Bildausschnitt leidet ein bisschen darunter. Kommen wir in die nächste größere Menügruppe, nämlich in die Gruppe, in der es um den Autofokus geht. Das erste, hier vorne ist ein Schalter an der Kamera, da stellt man zwischen AF und MF um. Also das RF-Objektiv, das ich jetzt hier verwende, das 24-105 hat keinen expliziten Schalter, wo man AF und MF umschaltet, wie man es von anderen Canon-Objektiven teilweise gewöhnt ist, sondern die R10 hat hier vorne einen Schalter, bei dem ich umschalte zwischen AF und MF. Also ich stelle hier auf AF und dann bin ich eben in dieser zweiten Hauptmenügruppe in der ersten Untergruppe und da gibt es den Befehl Movie Servo AS und der sollte natürlich auf Aktivieren stehen, denn dann verfolgt die Kamera auch ein Motiv inklusive Gesichtserkennung, dazu nachher noch mehr, das vor ihr auftaucht und verfolgt dieses Motiv auch relativ zuverlässig nach meiner Erfahrung. Es gibt immer mal so ein paar Probleme, das nur nebenbei gesagt, dass die Kamera manchmal hin und her springt zwischen Hintergrund und Hauptmotiv, je nachdem, welche Strukturen da auftauchen. Aber normalerweise mit der richtigen Autofokus-Einstellung sollte die Kamera relativ zuverlässig eben auf dem Hauptmotiv hängen bleiben mit dem Autofokus. Dazu aber dieser Movie
Servo-AF-Befehl sollte auf jeden Fall aktiviert sein. Der nächste Bereich AF-Bereich oder der nächste Befehl AF-Bereich, da kann man jetzt einstellen, wie groß der Autofokusbereich sein soll, beziehungsweise wie er reagieren soll. Ich persönlich arbeite jetzt beim Vlogging am liebsten mit AF-gesamter Bereich, denn dann sieht die Kamera praktisch oder orientiert sich die Kamera nicht an einem bestimmten AF-Punkt, der dann, wenn er zufälligerweise ganz woanders steht, als er eigentlich stehen sollte, die Kamera irritiert, sondern sie verwendet den gesamten Bereich und in Kombination mit der Gesichtserkennung sieht die Kamera dann oder analysiert die Kamera dann praktisch den gesamten Bildbereich und erkennt relativ zuverlässig Gesichter und fokussiert dann entsprechend drauf. Sowohl auf die Gesichter als auch sogar auf die Augen. Der nächste Befehl ist ganz wichtig, wenn man der Kamera jetzt sagen will, was sie denn erkennen soll. Es gibt nämlich bei der R10 mehrere Möglichkeiten. Man kann kann die Kamera sowohl Personen erkennen lassen, als auch Tiere, als auch Fahrzeuge. Und das ist natürlich eine ganz praktische Sache. Gerade wenn man Leute filmt oder auch fotografiert, dabei beim Fotografieren funktioniert das ja genauso, dann ist es natürlich hilfreich, wenn die Kamera nicht nach Fahrzeugen, Tieren oder sonst was Ausschau hält, sondern eben nach den Strukturen, die man von jedem Gesicht kennt. Augen, Nase, Mund, die Gesichtsform, das sind so die Strukturen, an denen sich die Kamera dann orientiert. Genauso dann bei Tieren oder eben bei Fahrzeugen, das sind feste Strukturen eingestellt, die dann eben dafür sorgen, dass die Kamera dementsprechend den Autofokus dorthin setzt. Das waren jetzt mal grundsätzlich die Menübefehle, die ich beachten muss oder sollte, wenn ich vlogge bzw. wenn ich Videos aufnehme. Zur Praxis. Man kann sich durch das Kameramenü wühlen, man kann aber auch die Set-Taste bzw. die Q-Taste hier auf der Rückseite drücken und dann erscheint das Quick-Menü auf dem Touch-Display der R10 und hier habe ich dann auch die wichtigsten Befehle, so wie zum Beispiel den Aufnahmemodus oder die Autofokus-Steuerung. Die habe ich dann hier über kleine Icons direkt im Griff und das ist natürlich wahnsinnig hilfreich. Ich kann hier die Movie-Aufnahmegröße ändern, ich kann den Digital-Zoom ein- und ausschalten. Ich kann den Weißabgleich steuern, auch die Picture Styles, die Bildstile, Kreativfilter und ich kann auch hier festlegen, welche Motive erkannt werden sollen, ob jetzt Personen, Tiere oder Fahrzeuge. Dieses Quick-Menü hilft mir persönlich immer, wenn ich wirklich mal schnell auf eine bestimmte Situation reagieren möchte, beziehungsweise die wichtigsten Befehle sind sowieso hier über dieses Quick-Menü erreichbar. Insofern kann man sich auch den Weg über das Kameramenü sparen, aber es ist natürlich trotzdem wichtig zu wissen, was im Kameramenü noch so alles da ist, um die Kamera an die eigenen persönlichen Bedürfnisse beziehungsweise auch ans Motiv anzupassen. So, das war es jetzt mit dem ersten Überblick über die Videofunktionen der R10 und wie man die Kamera eben am besten einsetzt, wenn man mit ihr vloggt oder Familienvideos oder Landschaftsvideos, Urlaubsvideos aufnimmt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick gewähren in die Arbeitsweise der R10. Aus meiner Sicht ist die Kamera wirklich ein sehr interessantes Modell, gerade für Einsteiger, um nicht nur zu fotografieren, sondern eben auch in den Bereich Video zu kommen. Und ich würde sagen, selbst in einem kleinen YouTube-Heimstudio ist die Kamera absolut geeignet, um hochwertige Videos zu produzieren. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns einen Daumen hoch da. Lasst uns auch einen Kommentar da, falls ihr euch für bestimmte Themen interessiert, rund um die digitale Fotografie oder auch um die Bildbearbeitung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen bei Bildner TV Foto Video und wünsche euch bis dahin viel Spaß mit der digitalen Fotografie. Bis dann. Ciao.